Moin Moin und willkommen zur 19. Folge von Dark Souls 3. Ja, wir haben uns ja jetzt hier den Shortcut freigeschaltet. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, dass wir da auch wieder runtergehen und da mal ein bisschen weiter gucken, was da noch so Feines, ja, rumläuft, rumlungert. Das ist jetzt auch wieder eine neue Session. Dementsprechend muss ich jetzt erstmal wieder ein kleines bisschen reinkommen. Ich hoffe, das wird jetzt aber nicht das große Problem werden. Was aber viel größeres Problem ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was hier jetzt genau rumcruist. Okay, wir hören auf jeden Fall schon was. Ah ja, hier war die Falle, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, war hier die Falle. Oh, bisschen laut das Ganze hier. So. Ah ja, da haben wir ihn doch. Du bist doch Fallenmann. Komm her. Trau dich. Bam. Kommen die anderen jetzt auch? Nein. Komm, erst wenn wir da rausgehen, oder was? Na gut. Wow, leichter Lag. Ah, da kommen sie alle her. Au, au. Naja, das ging ja noch. Das ging ja noch. Ah, so viel Schaden machen sie jetzt so nicht mehr. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also das war echt mit eins der größten Probleme. Was? Was war das? Irgendwas ist doch da gerade aufgepoppt. Ah, hier. Ja, ja. Na gut. So, genau, hier waren wir. Hier waren wir. Hier war doch auch irgendwo noch ein Typi, der uns irgendwie angegriffen hatte. Okay, da liegt noch ein Gegenstand. Da ist ein Typ. Spawnt er? Ah, hier waren wir noch gar nicht. Ah, guck mal an. Der Typ spawnt sogar wieder nach. Große Seele eines verlorenen Leichnams. Sehr schön. Haben wir hier ein Versteck? Mann. Irgendwo muss doch mal eins sein. Okay. Na gut, dann werden wir ihn doch mal einfach wegschießen. Pow. Ah, wenn man treffen würde. Wenn man denn treffen würde. Wo will der denn jetzt hin? Jetzt brüllt er. Müssten wir doch, genau, eigentlich ganz gut treffen können. Mensch. Okay. Kommt er jetzt doch hierher? Der würde sogar hierher kommen. Gut zu wissen. Das ist ja sehr gut zu wissen. Naja, hier müssen wir uns auf jeden Fall eh nochmal umschauen. Aber erstmal da drüben. So, jetzt können wir eigentlich mal eben kurz hier Asche Estus einwerfen. Haben wir uns die überhaupt angeguckt? Ich glaube, die haben uns gar nicht angeguckt, ne? Untouchte schätzen diese unscheinbare Asche-Flakons an Leuchtfeuern mit Estus auffüllen und trinken, um FP wiederherzustellen. Wie passend für einen Unentfachten, dass ein Astus-Eschus-Flakon die Hitze eines Leuchtfeuers in Kälte umwandelt. Nee, das habe ich mir noch nicht durchgeguckt gehabt. Das mit der Kälte, das wäre mir jetzt zumindest sicherlich noch bekannt. Ja, zwischendurch kann man schon ganz gut Schaden damit machen, ha? Bam? Na, toll. Okay, das Zielen dauert eindeutig zu lange. Oder ziehen. Na, Freund der Sonne? Ach, dammit. Na, du Arsch. Na, komm her. So nicht, mein Freund. Ah, der ist aber auch ein Facker. Aber das war jetzt... Das war jetzt... Puh. Mehr Glück als Verstand gerade. Halleluja. Das hat auch gerade richtig böse ins Auge gehen können. Oh ja. Egal. Puh, puh, puh. So, jetzt können wir uns auch um die Gegenstände hier kümmern.
Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob wir schon von hier da rankommen oder. Ich würde sagen, von hier, wenn. Und hopp. Ja. Da haben wir es doch schon. Ring der Opferung. Das ist doch, glaube ich, so ein Ring, wo man dann quasi die Menschlichkeit verliert. Genau. Kein Verlust bei Tod. Aber der Ring bricht. Dieser mystische Ring wurde im Zuge eines Opferrituals von Velka, der Sündergöttin, geschaffen. Der Träger erleidet bei seinem Tod keinen Verlust. Oder keine Verluste. Der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Ein Opfer ist nur so viel wert, wie das Leben, das es rettet. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Eigentlich sollte man den relativ zügig nehmen, oder? Auf der anderen Seite, wir haben noch ein, zwei. Nee, ich glaube, wir lassen das erstmal. So, hier ging es rum. Stopp doch noch irgendwas. Dann nehmen wir erstmal das hier mit. Noch eine Seele. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ganz viele von diesen Spacken. Okay. Nein. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte die Nachricht lesen. Einzelkampf. Ja, das war mir schon klar. Ich wollte jetzt nicht alle zusammen bekämpfen. Haben wir den getroffen? Ich glaube nicht. Auch nicht. Jetzt aber. Ach. Jetzt aber. So, Freund der Sonne. Komm her. Au. 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 Okay. War ein blöder Anfang. Ich geb's zu. Nee, also irgendwie fällt mir das hier gerade noch nicht. Au. Die haben aber auch teilweise Angriffe dabei. Ey, das ist echt fies. So, jetzt kassierst du mal, du Arsch. Kann das auch. Meine Fresse nochmal. Nee, so war das eigentlich überhaupt nicht geplant. Gab's hier sonst noch was? Ich glaube nicht, oder? Moment. Da war jetzt das Leuchtfeuer, ja? Genau. Wo geht's denn hier jetzt hin? Ach du Elend. Ach du Scheiße. Okay, da unten ist ein Boss. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber da ist ein Boss. Von dem blub, blub, blub wieder alles aufpoppt. Okay. Gut zu wissen. Na gut, dann kloppen wir uns hier nochmal mit denen. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen in Ruhe um. So, komm mal her. Du Vogel. Sollte auch treffen. Dann wird das ja auch mal was bringen. Naja, komm mal ran hier. Spaten. So, was? Okay. Ausdauer tanken. Oh, er macht es zweihändig. Au. Na, komm. Ey! Hat er schon wieder diese Scheiße gemacht mit uns? Der kann mich mal. Du Arsch. Also irgendwie ist die Reichweite gerade zum Kotzen. Oh ja. Ist gerade schon so ein bisschen zu... Wow. Kotzen. Da wäre jetzt wahrscheinlich das Uji besser. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal Waffe wechseln und regenerieren. So, komm. Ach, das gibt's doch nicht. Leck mich doch am Arsch. Weißt du was, du Penner? Hier. Und es kostet jetzt Ausdauer, gut zu wissen. Das ist krass. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Huiuiuiui. Okay. Wir werden jetzt bei denen nochmal wirklich das mit dem Uschi ausprobieren. Ob wir dann mit der Uschi besser weiterkommen. Na, irgendwie mag ich das so nicht. Ich weiß nicht. Das war jetzt gerade so, voll aufs Maul gekriegt. Oder ich bin gerade einfach noch überhaupt nicht drin.
kann es natürlich auch sein. So, wer lebt denn jetzt überhaupt hier noch? Ich weiß es gar nicht. Haben wir soweit aufgeräumt? Sieht gut aus. Okay. Nicht, dass wir jetzt hier gleich einfach abgeschlachtet werden. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, einmal regen. Zack. So, mehr brauchen wir auch erstmal nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Ding besser klarkommen. Da hinten sind die beiden. Und pow. Okay. Ach, schade. Der klappen kann. Na, Wuff. Was bist du denn? Hä? Oh, ist runtergefallen irgendwo. Na denn. Na denne. Was ist denn der Speerspacken? Hm. Wieso kommt der Speerspacken nicht? Na! So ein Scheiß aber auch. Ach, da hinten kommt er erst angeratschelt. Oder Hellebarde, nicht Speer. So. Und pow. Na toll. Sollte schon treffen. Alter, das gibt's doch nicht. Nochmal. Hä? Wow. Doch so viel Schaden. Naja. Dum, dum. Pow, pow, pow. Okay. Hm. Ja, wobei der hielt eh ein bisschen mehr aus. Na ja, gut, und wir tragen das Ding gerade einhändig. Na du. Ey! 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 Es gibt's doch nicht. Stunlock und ich habe nichts mehr gesehen. Das ist doch zum Kotzen. Ich hätte den Ring benutzen sollen. Ich habe nichts mehr gesehen. Mann, also manchmal diese Attacken, ne? Wieso hat er jetzt nicht zugeschlagen? Ich könnte gerade kotzen. Ich könnte gerade wirklich kotzen. Ja gut, dann komm, scheiß drauf. Da ist jetzt eh gleich ein Boss. Dann werden wir das mal anders machen. Ja, ich habe schon einen Plan. Ich habe schon genau einen Plan. Nee, 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 nee. Also so nicht hier. Da hat er uns echt voll gestunlockt. Scheiß Köter. So. Komm her hier. Machen wir direkt den anderen Wuffi. Was? Blödes Stück, du Blödes. So. Und du da? Kommst jetzt mal her. Nicht sterben, das wäre ungünstig. Na gut. So ist doch fein. Was? Ah, falschen Knopf. Da habe ich schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Naja. So, Freund der Sonne. Na, das war schon wieder. Okay, das ging. Puh. Großaxt. Okay. Was ist denn die Großaxt. Oha. Interessant. 32. Wow. 32 Stärke. Ja gut, das ist natürlich noch überhaupt nicht in Reichweite. Eine Großaxt, wie ein klumpenrohes Eisen. Wer über die unmenschliche Kraft zum Führen dieser Waffe verfügt, kann ihr Gewicht im Kampf nutzen, um Gegner in die Luft zu schleudern. Okay. Der hohe Kampfaufwand, nee, Kraftaufwand, macht jedoch auch anfällig für Gegenangriffe. Kriegsschrei. Aha. Aha, aha, aha. Moment mal. So würden wir dann 112 Schaden machen wir damit nur. Aber hochwerfen? Hm. Wie soll man denn damit hochwerfen? Frag ich mich jetzt ehrlich gesagt. Also, Ausdauer verbrennt es zum Frühstück. Das ist auf jeden Fall schon mal klar.
Nee. Okay, der Tritt ist dabei. Und dann haben wir wahrscheinlich noch einen Sprungangriff. Yep. Ich meine, wir machen zwar kaum Schaden damit, aber ich teste es einfach mal. Ich hoffe, die reicht es locker. Ich frag mich nur, geht das eigentlich auch? Ist der Buff sofort weg? Das wäre auch zu krass gewesen. Das wäre auch wirklich zu krass gewesen. Das ist aber auch immer ein fieser Angriff hier. Immer schön in die Weichteile rein. So. Das war auch gerade voll dämlich. Herunterzuspringen. Naja. Egal. So. Jetzt werden wir hier wieder runter. Dann mal gucken. Also jetzt zu dem dicken Mann brauchen wir ja gar nicht mehr. Der mit seiner Hellebarde. Gerade am überlegen, nee, sterben wollen wir ja eh nicht. Guck, guck. Na du? Komm mal her. Gehört, du willst dich kloppen. Na komm, na komm. Bam! Ja, reicht ein Schlag. Ah, Schaden ist schon gar nicht schlecht von dem Ding. So, kommt er jetzt auch mal. Wäre vorzüglich. Bam! Haben wir schon wieder die Fat Roll an. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen wir mal eben. Ja, doch. Wir brauchen dringend mal irgendwie ein bisschen Belastung. Das ist echt nötig. So. Wie war denn das? Da war keiner mehr, ne? Da gammelte keiner rum, das war nur er hier. Guten Tag. Na, Freund. Was hast du fallen lassen? Eine leichte Armbrust? Ah, die haben wir schon. So, was ist mit dir? Du helligst uns jetzt hier nicht, oder? Na, ja, unwahrscheinlich. So. Geht das ohne anzuvisieren? Irgendwie nicht so. Naja, immerhin, wir haben uns zumindest bemerkbar gemacht. Ach, verdammt, jetzt zu lange gedauert. So. Mal gucken, dass wir das hier mal ein bisschen Scheiter hinkriegen mit dem. Na. Na, na, na. Ich wollte doch eigentlich einen Tritt machen. Also irgendwie funktioniert das im Moment gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Au. Okay, der Typ ist irgendwie ganz schön nervig. Die Speerspacken sind echt nervig. Ah, guck mal. Da haben wir doch seinen wunden Punkt mal wieder. Die rechte Seite. Ach! Ha, das war gut. Aber wir haben keine Ausdauer mehr. Mann! Dass ich mich an denen so schwer tue, das verstehe ich gerade nicht so richtig. Mal hier ein bisschen mit Gegenangriff kontern, arbeiten. Runterfallen. Eieieiei. Nee, 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 so nicht, mein Freund. Au. Gott, lebt ja noch. Ey! Das ist noch nicht wahr. Okay, also mit dem tue ich mich echt verdammt schwer. Irgendwie komme ich mit dem Konter nicht so richtig klar. Auf den Speer. Ha. Rollen kannst du auch nicht vernünftig bei den Spinnern. Es ist doch irgendwie mit dem Konter noch nicht so ganz richtig, was ich da mache. Mit dem Timing.
Und ich muss mehr auf die Ausdauer achten. Viel mehr. Alter! Du Schracken! Vor allem, dass der eine Schlag auch nicht trifft. Meh. Das geht jetzt nicht. Geh mir nicht auf den Sack. Ach, jetzt hat er den Sprungangriff nicht gemacht. Geht doch. Meine Güte. Lothric Ritterrüstung. Okay. Gucken wir uns natürlich auch gleich an. Oh, die ist natürlich schon um einiges schwerer, aber auch geiler. Nein, da wollte ich rein. Die Rüstung eines gefeierten Ritters von Lothric. Dieser Mantel der Abgrenzung... Abgrenzung? Tatsächlich, fällt schon fast auseinander. Der Ritter repräsentierte schon seit Urzeiten eine der drei Säulen und nimmt einen der Plätze neben den Lindwürmern als Symbol von Lothric ein. Ja, kennen wir schon. Das hat quasi einfach nur die Brustrüstung dazu. Das sieht schon... Sieht schon nett aus. Nur, dass man halt extremst langsam ist. Nee, das können wir uns im Moment nicht erlauben. Was ist das hier eigentlich? Da liegt doch einer. Das sind doch die Pilger aus dem Intro. Wer stopft hier eigentlich die ganze Zeit lang? Oben ist auf jeden Fall noch ein Gegenstand und da ist noch ein Spacken. Alles klar. Man sollte auf den richtigen Knopf drücken. Na, ich bin gerade auch lahmarschig wie sonst was. Schon besser. Es reicht nicht. Das ist fies. Okay. Puh. Meine Güte. Scheint ja wirklich... Oh, wir haben Estus bekommen. Wurde unsere Nachricht bewertet? Nö. Doch. Nee. Einzelkampf, feindliche Horde. Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir gemacht. Keine Ahnung, warum wir jetzt nochmal eine Estus bekommen haben. Ich find's gut. So, was haben wir denn hier? Lucerna. Das ist doch dieser Schnabel. Ne? Doch. Eine Hellebarde. 15 Stärke, 126 Schaden. Eine Stangenwaffe mit scharfer, harter und gezackter Spitze für Stoßangriffe. Die Lucerne oder Lucerne, keine Ahnung, wird über die Hand geführt und kann seitlich geschwungen Schilde durchschlagen. Wirbelstreich. Fegt in einer großen Drehbewegung durch Gegner hindurch und nutzt den Schwung für einen schweren Schmetterangriff. Das hört sich nett an. Heilen können wir gerade eh nicht mehr. Wenn ich mich nicht täusche, richtig? Ja gut, aber... Ach so. Eine Drehung und zwei Drehungen. Naja. Ist jetzt nicht so der Hit. Also finde ich jetzt nicht. Da sind wir rausgekommen, ja? Oder? Nee. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, Da hinten sind wir hergekommen, quasi aus der Richtung. Betrug voraus. Stille. Was heißt das? Das ist Erdenvereiner. Vorsicht vor Ritter. Nee. Ich glaube, mit dem möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Was haben wir denn hier? Da sitzt auch irgendwie jemand. Da ist ein Feuer hinter. Ich hab doch
doch hier schon irgendjemanden rumlatschen sehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Tür geht zu. Hab ich keinen Bock drauf. Zumindest gerade nicht. Dann gehen wir doch erstmal eben hier runter. Schauen nochmal, was hier so auf uns wartet. Vorsicht vor rechts. Ah, da hocken... Ne, einer. Ich dachte zwei, aber da hockt nur einer. Guten Tag. Wollen Sie kämpfen? Kommen Sie ran. Nein? Ah, okay. Das ist doof. Also mit dem Bogen könnten wir ihn jetzt durchschlagen. Hm. So er nicht. Alter, ist der lahmarschig. Ja. Kommst du jetzt ran, oder? Kein Bock. Du hast keinen Bock. Nein. Genau. Das wollte ich. Ich hasse das, wenn das nicht so funktioniert. So, Freund der Sonne. Das war rechts. Okay. Mehr nisch. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Klong, klong, klong. Klong, titel, klong. Muss doch jetzt noch eigentlich gleich der Typ auf uns aufmerksam werden. Ne? Na gut. Kling. Machen wir ihn halt so. Rüstung eines Deserteurs. Haben wir die schon? Ja. Die hatten wir schon. Okay, hier sind überall diese Pilgerspacken. Alle tot. Ey, jetzt ernsthaft, hier muss doch irgendwo was sein. Nee. 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 Auch nicht. Das kann nicht angehen, jetzt ernsthaft. Hm. Das ist schon krass. Ich weiß ja nicht warum, aber ich glaube, da sollte man so nicht rein. Ich glaube, vor allem nachdem wir da ja gesehen hatten, die ganzen Rufsymbole, da sollte man so nicht einfach hin. Bum, bum, bum. Also haben wir eigentlich schon wieder eine Estus bekommen. Hm. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Hier ist ja wirklich nichts. Schweinerei. Ihr seid auch alle tot? Anscheinend. Okay, dann haben wir ja gar nicht... Miep. Wie kann man den denn da? Damit möchte ich den auswechseln. Da packen wir das Ding rein. Da das Fernglas. Joa. Könnte man hier nochmal die Ausdauer reinschmeißen. Und ja, würde ich sagen, das ist nämlich dann mal der Plan. Wir schreiben einfach mal hier unser Rufsymbol hin und gucken mal, was passiert. Ein bisschen umgucken können wir uns ja noch. Was ist denn hier noch? Einfach nur die ganzen Leichen. Hm. Schon ganz schön abgefahren hier, ne? Bin ja mal gespannt, wer die hier umgelegt hat, allesamt. Kann mir nicht vorstellen, dass das hier einfach nur diese... Naja, wobei, nee, das sind ja die Ritter, die hier so hocken. Die auch teilweise rumlaufen. Dann können die das ja eigentlich nicht gewesen sein. Und die wohl kaum. Das wird irgendwas anderes gewesen sein. Ja, mein Gott. Hm, ja, beides jetzt gerade so, ne? Kommt man aber nicht rüber, ne? Bude. Ne. Da geht's nicht einfach so rum. Da. Oder Ritterspacken. Hm. Ja, mal gucken, was der so kann. BZW, was der aushält. Der hat rote Augen. Das sehe ich jetzt schon. Au.
Okay, der hat seine Waffe gerade verzaubert. Fuck you. Jetzt ernsthaft, fuck you. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Lass sich aber auch hier so ein bisschen hin und her ziehen. Aber unendlich Verzauberung hat. Ich meine, wir können ja immer wieder so angehen. Heilt er sich? Bin mir nicht sicher. Oh. Oh, jetzt ist er böse. Jetzt ist er richtig böse. Hat er wieder seine Waffe verzaubert. Oh ne, irgendwie habe ich gerade ein bisschen Respekt. Vor allem der Typ läuft uns eiskalt hinterher. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Tschüss. Uiuiuiui. Oh, fällt er jetzt da runter? Ich hoffe nicht. Auf wegen dem Gegenstand. Was hat er jetzt noch? Man sieht ihn nicht. Heieiei. Na gut. Dann würde ich einfach mal sagen, dann nutzen wir mal die Chance. Und werden einfach nochmal unsere Seelen hier sichern. Das ist ja echt ein ganz schön flinker Kerl. Ja komm, wir können ja nochmal eben kurz hier ein bisschen schnärzeln. Ja. Oh, wir werden... Oh, oh. Ja, das ist doch nett. Ja, das geben wir uns doch noch. Oh, was geht denn hier ab? Zack. Hallo. Wo will er denn hin? Okay, gucken wir einfach mal, was er vorhat. Ich habe keine Ahnung. Jetzt verbeugt er sich. Verbeugen wir uns auch nochmal. Ich habe noch keine Ahnung, was er vorhat. Jo, was hast du denn vor? Sag doch mal. Zeig an. Sollen wir vorgehen oder was möchtest du? Das ist sein Plan. Ja. Wir sollen vorgehen. Und dann auch noch gegen diese Speerspinner, ey. Gerade die. Ey, das gibt's doch nicht. Hat aber auch nicht so wirklich getroffen, kann das sein. Ich stelle mich hier aber auch gerade echt dämlich an. Ah, ein weiteres Phantom wird gerufen. Jetzt, endlich. Ein leichter Lag dabei. Sehr schön. So, und wo ist er jetzt hin? Da. Ah, hat er wahrscheinlich darauf gewartet, dass dann nochmal ein zweiter kommt. Na toll, hat sich gleich verpisst. Oh, wir haben noch eine Estus bekommen. Interessant. Ein weiteres Phantom wird beschworen. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, dann machen wir hier mal ganz kurz einen Cut und steigen dann direkt dann in der nächsten Folge hier ein. Also, bis zum nächsten Mal.